Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fever Let's Play im freien Modus mit den schönen Mods und natürlich der Deluxe Edition mit diesem einen extra Content Pack, wo ich jetzt gerade den Namen nicht sagen kann. So, wir haben einfach alles und das auch aus einem guten Grund, das ist wirklich ein schönes Spiel. So. Da wird das mit abgerissen, wo überhaupt keinen Zugang. Die Leute können nicht arbeiten gehen, also wird es abgerissen. Ganz weit weg. Okay, nicht ganz so weit weg. Aber ziemlich am Ende. Ulmen, okay, gut. Ja, wir haben ein paar Sachen, ein paar Warenrouten gemacht. Und ich denke, wir werden so langsam einfach mal die Zuglinie nochmals ausbauen. Wir haben ja jetzt immer zwei Wege. Können wir noch irgendwo gut rüber zu einer anderen Stadt? Nein, wir könnten aber hier mal noch Linien verbinden, einfach mit Bus. Da haben wir ja gute. So, jetzt nehmen wir die großen. Genau, hier, so. Hier einmal dann schön in der Industrie noch. Hier. So, dann haben wir eine Buslinie nochmals. Und zwar immer schön links. Also eigentlich macht es ja Sinn, es anders zu, also gegen Uhrzeitersinn so nennen, aber ich mache es eigentlich immer, dass oben es angezeigt wird links herum oder ja unten eigentlich rechts herum. Genau eher. Weil ich es ja rechts nenne, also das ist einfach von damals noch. Ich jetzt noch nicht so diese Beschreibungen hatte, immer so gemacht, dass ich eigentlich jo, nach rechts ging, von unten aus nach rechts ging und einmal ringsum. Also Ulme, ja immer wenn oben Ding ist, geht es hier wieder raus, okay. Ulme, Bus, ja, so jetzt. Also, wo haben wir hier einen Hangar? So, ein Ding. Genau, wir brauchen die schnellen Busse, das sind die. Nein, wir brauchen nicht die schnellen, wir brauchen hier auf jeden Fall die mit dem meisten Ding. Also, wir brauchen, wenn ich doch hier das Auge habe, wieso wird noch so viel angezeigt? Genau. Wir müssen so mega scharf nach unten. Könnten sie auch ein bisschen entfernen, also ein bisschen mehr einschränken. Dass zum Beispiel ab hier danach keine Linie mehr angezeigt werden. So, also ich möchte von hier nach hier kommen. So. Dann haben wir noch, was war das? Ulme. Und Dink. So, jetzt. Also haben wir das auch schon gemacht. Zwei Linien in so kurzer Zeit. Und hier machen wir auch die schnellen Busse. Ja, okay, bringt auch nicht mehr so viel. Genau. Letztens haben wir auch so gemacht, dass wir einfach die Busse. Hier brauchen wir ein paar mehr. Genau. Wohl mit Ding. Genau. So, könnten manchmal die Farben eher merken. Jo. Wir sind jetzt aber auch noch nicht so lange dran. Also, dann wäre eigentlich hier nochmals ein Bus nötig. Wir müssen jetzt eigentlich alles ein bisschen auch mit den Bussen machen. Weil, ja, wir haben einfach zu uneben mit den Zügen. Ich möchte jetzt einfach noch warten, bis die Elektrozüge da sind. Und dann Elektrozuglinien und so machen. Damit wir nicht immer alles mega überarbeiten müssen. So, also. Deshalb machen wir einfach momentan Ding und Tramme eigentlich so schnell wie möglich. Also rechts herum. So, ich habe jetzt einfach mal unten angefangen, weil ich es unten weitermache. Volk. Bus. R. Okay. Blau. So, und da haben wir auch genau gleich die Hangar. Ja, die Depots, genau. Das ist ein bisschen falsch wegen Flugzeugen. Ich bin halt ein Flugzeugfan.
Das werden wir auch bald machen, natürlich. Ja. Die blaue. Ja. Volk. Wenn es zwei blaue gibt. So, dann machen wir auch von hier zuerst. Immer die neue Stadt sozusagen zuerst. Dann haben wir hier Volk. Ulme. Was? So, wir sind jetzt so langsam echt schnell am neue Linien machen, damit wir einfach noch mehr Geld verdienen. Jetzt einfach die Städte wachsen. Da, dunkelblau, okay. Und dann haben wir eigentlich die nächste Stadt schon hier. Dann machen wir die auch noch. Fangen wir auch links an. So, machen wir auch wieder alt. So. Ja, aber ich möchte ja, die anderen Straßenseite. Und ja, dann haben wir hier. So. Wow. So. Also hier ist Needs Air. Kurz das Depot auswählen und wieder zurückgehen, also direkt. Weil die mit den Bussen lohnt sich das natürlich sehr. Wir haben 1907. So, eine neue Industrie weiter im Süden. Bei Sulz am Neckar. Brauchen wir für Werkzeuge? Nein, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen für Waren immer Stahl und auch für Maschinen, aber für Werkzeuge nicht. Ja, lohnt sich wirklich nicht. Okay. Da brauchen wir Holz, also dafür Bretter. Also, dann haben wir wieder die erste zuerst, die neue Stadt, angeschlossene Stadt. Also, dann haben wir wieder Need, Volk, Putz. Und hier machen wir auch wieder genügend. Aha, das sind besser. Ja, und Lead Polk. Oh, ja, rot. So, also pink. Jo, das hat uns schon mal geholfen. Hier haben wir keinen Weg noch. Wir könnten hier runter oder hier auch mal einen Zug nochmals verwenden. Was ich einfach möchte, ist dann Gas geben, wenn wir die Elektrozüge haben und sie auch leisten können. Das haben wir ungefähr in 13 Jahren. Ich glaube 19 oder 18 schon. Ja, und hier so langsam mehr. Ich glaube in die Richtung her. Aber hier sind nur 37 momentan am Fahren. Das sind die andere Richtung. Nein, sind beide Richtungen. Das lohnt sich einfach nicht so sehr. Und die manchmal auch. Jo, von der Länge her könnten die Waggons nochmals ersetzen. Das lohnt sich vielleicht schon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben mehr als genügend Geld, also machen wir es auch. Ich dachte immer, wir hätten wenig Geld, weil wir einfach ja natürlich nicht im Einmodus spielen. Und jo, ist recht alpin und mit 10 haben. Aber scheinbar ja nicht. So. Ja, hier werden mal abgeladen. Oh, hier warten jetzt ganz viele. Die sind ja eben schlechter, die können wir auch ersetzen. Nein, nicht kopieren. Kann ich gleich wieder löschen. Mann, man klickt einfach kurz drauf, einfach zeichnen und schon wird's gekämpft. Guck mal die. Jo, ein bisschen Geld verschwenden können. Wenn wir halt einfach kurz einfach die falsche Taste drücken.
Ja, und die sind alle hier. Ich weiß nicht, wie die meisten. Ja, sind einfach alle leer hier. Ihr nehmt aber Leute mit. Also, es will einfach niemand hier fahren. 5 wollen fahren. Das ist noch nicht so effizient. Wir müssen auch mal kurz schauen. Baumasan hat zum Beispiel Minus. Das ist 1, 2. Die haben einfach Minus, wenn nicht so viele. Okay, sie haben sie einfach. Okay, nochmal im Wald. Ja, an der gleichen Stelle wie uns abgerissen wird. Okay, sie haben schon, aber sie machen halt Minus, weil sie einen langen Weg haben. Bis sie dann wieder Plus machen. Oder sie sind noch nicht angekommen mit dieser Linie, die ist neu, scheinbar. Dann haben wir hier im Nidbus Air. Ist auch neu. Nidbus, Kolkbus. Kolk-Ulme-Bus ist die blaue, ist auch neu. Stahlköni. Ja, die ist sehr weit. So, nochmals. Dankeschön, wieder eine Sekunde zu spät. Das wurde echt nicht gut gemacht. So, Ulme-Bus ist ja auch eine neue. Ja, ziemlich viel Plus. Und Werkgriff haben wir noch nicht. Haben wir hier genügend? Auch nicht so viel, aber ich mache mal hier einfach ein paar. Ja, also Werkgriff. Das geht natürlich so nicht. Müssen wir so machen. Ist das Stahl? Nein, das ist ein Werkzeug. Und ja, wir müssen wirklich das mit dem Holzfäller ein bisschen intensivieren. Werkzeuge. Okay, das ist eine große Linie. Das ist einfach 1, 2, 3. Das ist ziemlich klein, aber auch mit Stadt. Ah, okay, die Verbindung ist trotzdem noch. Okay, da haben wir einfach vergessen, mal noch kurz Werkzeuge, also Fahrzeuge noch reinzutun, aber sonst haben wir eigentlich alles sonst. Maschinengriff. Wohin führt die? Okay, dann machen wir hier auch Fahrzeuge. Eine Schließung habe ich gesehen. Das ist hellblau und ja, wir haben die Linien gemacht, aber einfach keine Fahrzeuge, weil wir immer so schnell eigentlich etwas machen mussten. Einfach vergessen. Aber ja, die Linien kosten ja nichts, nur die Haltestelle, also die Lagerplätze. So, das ist glaube ich die Linie. Das sind einfach Bretter, die Linie habe ich gemacht, aber es hat jo, sozusagen keine weiter. Den gibt hier. Also die Maschinen nach Griff. So. Okay, die wird abgerissen. Die Maschinen nach Griff, die haben Fahrzeuge. Die haben auch keine Fahrzeuge. Da haben wir im letzten Part. Schauen wir doch nicht so viel. Ah, das ist ja die Linie, die ich jetzt gemacht habe. Okay. Wegen der Farbe nicht gerade so. Also die Maschinengriff haben wir jetzt gemacht. Wo sieht man hier? Wo ist grau? Linie verwalten. 1 nach 2. Und wo ist die 1? Wo ist die 2? Die 1 nach 2. Okay. Grau. Das ist dann einfach, weil ich ja warten musste, bis die Fahrzeuge endlich mal ankommen. Genau, weil wir das einfach noch nicht so schnell machen wollen. Und haben es dann nicht mehr geschafft zu machen. Suburban. Aber da muss man immer mega klar im Kopf, oder darf man nicht abgelenkt sein. Ja. Genau.
Also, kann halt mit so einer Nervenkrankheit auch ein bisschen schwieriger manchmal sein, sich wieder zu erinnern kurz. Aber sollte eigentlich nicht so viel sein. Also einfach nicht immer so schnell eine Linie machen, aber ich habe echt viel Spaß jetzt eigentlich am Game und möchte euch auch zeigen, wie der Fortschritt geht, und dann kann man halt einfach etwas vergessen. Aber wir haben recht schnell die Linien gemacht im letzten Part mit den Waren. Und jetzt sind wir einfach mit den jo, Bussen, Personenfahrtransport. Ja, schon auch wieder schnell gewesen, aber haben hier dieses Mal alles gemacht, denke ich. Jetzt schauen wir mal kurz die Linie an hier. Es waren einfach noch zu wenig. Also ich denke, wir müssen auch nicht so viele machen pro Stadt. Also ich denke, diesen Indust nein, der Expand-Mod, ich weiß jetzt nicht genau auswendig, wie der heißt, City Expansion oder so, macht halt einfach, dass wir weniger Leute haben, die fahren, wenn es noch nicht so groß ist. Dafür ja viel mehr Menschen, wenn es groß ist, oder? Jetzt hier brauchen wir keine Straßenbahn, hier auch noch nicht. Es ist eigentlich hier, da, wo wir dann so langsam mal eine Straßenbahn brauchen. Würde ich gerne schon bald irgendwann mal nehmen können. Aber irgendwie muss die Stadt auch ein bisschen breiter werden, sonst fahren halt immer alle nur Straßenbahnen und niemand Busse. Ich denke, wir brauchen es noch nicht. Aber so wie ich einmal in einem Livestream gelernt habe, wäre es schon besser, wir haben dann noch Straßenbahn, dann wächst alles ein bisschen besser. Ja, wir können es sonst mal versuchen. Vor allem hier, wo wollen die hin, vor allem? Oberharzbus, wo wollen die hin? Ja, das sieht man noch nicht. Wo sieht man das? Destination Ahornweg. Okay, hier hin wollen sie. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Tramlinie, Straßenbahnlinie. Ich denke mal, hier so in einer S-Form machen. Also, aber davor werde ich nochmals sprechen. Also, freier Modus 1, Rasen, also ja, Tram. Jetzt mittlerweile wirklich der neumodische deutsche Begriff. Wo immer mehr auch sagen. Dazu braucht man, glaube ich, jetzt wär's das Tram-Depot, das ist hier. Die schon lange nicht mehr gemacht. Und. Okay, das muss ich anders nehmen. Wir wollen ja auch bald mal die Wege größer machen in der Stadt, wie hier machen. So, und die Werkzeuge. Ich muss ja hier die Linie dann noch machen. Das heißt, hier hin. Dann einfach umkehren. Es ist hier übrigens noch eine Buslinie, also eine Tramstation. Haben wir da irgendwie, jo, einfach gedacht. Ah, die ist einfach alt, ja. Die ist einfach alt und wir mussten ja hier die Buslinie machen. Deshalb kann die abgerissen werden. So, also machen wir die Tramlinie. Und zwar 1, 2, 3, 4. Ja, das reicht. Also, wir haben hier welche Stadt? Ich sehe es nicht. Die Oberstadt. Obertram. So, lassen wir das mal so. Können wir dann Tram 1 und 2 noch hin tun. Und jetzt machen wir einfach mal eine Straßenbahn, ja, die ziemlich schnell ist. Oh, hier gibt es 40er. Ist das eine Zürcher Straßenbahn? Mir ein bisschen aus wie die Zürcher Straßenbahn von der Werbe. Okay. Waren. Braucht eine Stadt hier Waren da drüben. Die hat aber selber Waren. Aber keine. Was ist das? Plastik?
Ja, Kunststoff, ja. Aber ein anderer Name für Plastik. Hier. Dann lieber hier drüben, hä? Was hier, was doch zwar auch gebraucht wird, aber kein Öl. Na doch, Öl hätten wir, hä? Es lohnt sich noch nicht, hier unten etwas zu machen. Ich hoffe, dass wir später nicht so Pech haben und die Fabriken dann wechseln. Also, ich wollte eben aussuchen, was für eine... Meine Güte, ich finde die Stadt nicht mehr. Nochmals irgendwas Neues. Ja, lohnt sich auch nicht. Ja. Stahl, Stahl, Stahl. Keine Stahlfabrik. Ja, danke, lasst mich jetzt bitte mal aussuchen, weil die sind schon teuer. Lohnt sich noch nicht so. Und ja, es sind nicht so viele Leute. Okay, ein Benz-Rungen-LKW, sehr gut. 21. Aha, die besseren Lastwagen sind gekommen. Und das ist Ross. Okay, dann nehmen wir doch mal... Das ist schon elektrisch. Ja, auch elektrisch. Sind die teuer? Also komm, nehmen wir mal. Psyche Straßenbahn. Einmal. Und wehe, du tust nicht viel Geld geben. Ja, sehe gerade, die Haltestelle hat hier auch wenig. Jo, aber trotzdem sind immer noch Kutschen unterwegs. Ey, wir sind jetzt schon ja, im Zweiten Weltkrieg. Nein, im Ersten Weltkrieg. Ja, das Spiel will halt auch ziemlich realistisch sein. Oh ja, ich muss ja überall noch, noch ein bisschen anpassen. Das ist ja immer noch einspurig. So, da habe ich noch ein bisschen vergessen. So, dann müssen wir die Linie nochmal so anschauen. Ja, hier ist es zweispurig, okay. Ich wollte Linie haben. Tram. Und zwar so, dass es richtig ist. Also die erste Spur. Genau. Dann hier ist es falsch. Drehen die nochmal? Jetzt habe ich keine Übersicht mehr. Okay, eine Schließung. Also jetzt dreht die Haltestelle nicht mehr. Ja, das dreht nicht mehr. Gut, einfach überall auf beiden Seiten machen für Straßenbahn natürlich. Oder auch eigentlich überall jetzt schon, weil wir ja genügend Geld haben. Schon mal beide Seiten. Oh, hier sieht es cool aus mit dieser größeren Schleife. Aha. Okay. Die interessiert mich. Ja, die ist gut, weil ja hier die Stadt auch sein muss. So. Und ja, hier haben wir eigentlich auch viele Leute. Die wollen nach Griff. Die wollen schon nach Griff, aber die wollen die Königsbergstraße. Ja. Also einfach hierfür nach vorne. Könnte ich eigentlich schon eine Straßenbahn bald machen? Ich werde hier einfach mal noch ein paar, oder ich werde sie jetzt zuerst mal umwandeln in die neue moderne Version. Oh, die sind gut. Die sind fast doppelt so schnell. Sehr gut, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht weitere zu machen. Weil die eben viel besser sind, viel schneller. Und hier gehen hoffentlich alle Menschen, also die es voll ist. Nein, noch nicht ganz so. Und hier lohnt sich es immer noch nicht. Gehen die relativ schnell weg, die vielen Leute. Ja, wir müssen immer wieder optimieren. Also hier schon 1,5 Millionen. Ist schon ziemlich gut. Ja, die müssen auch Dinge zu Hause. So,
Und gute Linien, die gehen echt ziemlich gut. Okay, hier haben wir hier ein bisschen verbessern. Opa. Was ist jetzt los? Jo. Müssen die nehmen. Eine Chemiefabrik. Okay, die ist so weit abwesend. Ja, würde schon gehen, aber ja, es sind zu viele und ich will jetzt wirklich die Sachen noch nicht machen. Also wenn, dann hier, das ist einfach zu weit weg, also es lohnt sich einfach nicht, weil die Unterhaltskosten so hoch sind. Also, wir schauen mal kurz. Noch nicht ganz. 10. Also jetzt schauen wir nochmal das Gebäude an. Es ist einfach klein, ein Stück, also erdgeschossig. Ja, vielleicht hat es schon ein Stockwerk, aber sieht noch ziemlich wenig aus. Also noch ganz, ganz arm. Und jetzt machen wir einfach nochmal ein paar Linien. Schauen auch, die Städte wachsen schon ziemlich. Ja, ja. Die wachsen. Okay. Oh, 2. Jetzt diesen Monat. Denke ich mal. Hier ein bisschen mehr. Okay, hier sind's 5, 6. Und ja, so langsam hier vielleicht noch eine Tramstation machen. Schauen wir, wohin die wollen. Mit dem Tulpenweg. Die wollen immer genau direkt daneben wieder aussteigen. Oder? Ja. Ja, die wollen immer beim nächsten Mal wieder aussteigen. Zum Arbeit gehen, ja. Die wollen sich also nicht so. Wir könnten hier aber noch eine Bushaltestelle mehr machen. Das ist die Bushaltestelle. Auf jeden Fall überall doppelspurig. Also Doppelbushaltestelle auf beiden Seiten. Und dann machen wir noch eine neue Linie auf L. Lotsch, lotsch, lotsch. Hier müsste ich es eigentlich machen. Gleich hier auch nicht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Okay, ganz weit weg eine Kohlenfabrik. Ich werde immer unterbrochen von diesen vielen Anzeigen, die so schnell weggehen, aber ich möchte sie unbedingt mal sehen. Also ich wollte die Linie hier. Ist das die richtige Linie? Nein, das ist Roboton. Ich möchte gerne die Linie noch bearbeiten. Also die 1 ist die 2. Nein, das ist die falsche Linie. Die Linie, die hier ist. So, zuerst einmal bessere Fahrzeuge wieder. Und jetzt einfach. Wenn das einfach besser mit dem Auge gehen würde, Dinkelbus. Genau. Also 1 im Sportplatz. Cool, dann ist ein Sportplatz. 2, 3, 4, 5. Wenn man zwischen 4 und 5 am besten. Ja. Sehr gut. Und das gleiche einfach nur gedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das ist Ding. Bus L. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Die Kamera ist echt nicht gerade so praktisch. Okay, nochmals. Oh, da oben. Eine Werkzeugfabrik. Ja, lohnt sich nicht so. Ja, wenn irgendwo hier noch eine Schreinerei wäre oder so. Wie heißt die? Ja, Sägewerk, genau. Okay.
mal noch wenige Busse. So. Und dann auch wirklich ranzoomen. Also Ding, Bus, Elsbeth. Jo, damit es überhaupt eine Auswahl gibt, oder? Ja. Also ich finde, wenn schon so ein Lupe ist, also dass man so das Auge, meine ich, ist, dann sollte es wirklich nur das, was gerade vorne im Bild ist, sein. Also ja, eine große Auswahl. Okay, das interessiert mich weniger. Hm. Jo, und somit ja, haben wir alles wieder mehr optimiert und ja, jetzt haben wir vielleicht im nächsten Part dann die Elektrozüge, dann machen wir mal vorwärts mit den Zügen. Genau. Sind ein bisschen dunkel die Gebäude hier. Okay, die Schatten sieht man. So, und die Tram. Wir machen Plus. Nein, das ist. Nein, ich bin falsche Stadt genannt. Schauen wir mal kurz die Tram. Keine Übersicht. Ist auch ein bisschen zu schnell. Da. Sehr gut. Ja, die machen mehr als Plus. Also den Leuten gefällt's mit den Straßenbahnen. Schauen wir mal, jetzt haben wir drei Personen drin. Dann schauen wir einfach mal noch kurz, ob dort viele einsteigen. Jetzt haben wir 9 und die wollen wahrscheinlich, ja klar, hier auch aussteigen. Und das nächste Mal auf den Zug gehen. Auf dieser Seite wartet niemand, wenn ihm keiner haltet. Okay, in Marburg. So, wir haben 21 von 21. Gut. Also gut gemacht. In Marburg, aber ich weiß jetzt nicht, wo Marco ist. Wo ist auswendig? Aha. Können wir eigentlich auch suchen, ne? Marburg. Ja. Und hier ist eine. Wird hier geschlossen? Nein, sie ist gegründet worden. Okay, brauchen wir das? Brauchen die für Waren? Braucht eine Stadt gerade Waren? Lass mal kurz, wieder da unten. Es braucht keine Stadt Waren. Okay, dann lohnt sich's nicht. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. War auch wieder ein bisschen stressig natürlich, so mit Fortschritt. Geht ein bisschen zu schnell noch. Ich werde immer ein bisschen noch bleiben, sagen wir 1927, damit wir einfach die neuen Gebäude überall bekommen und so. Und dann machen wir vielleicht nur die Hälfte der Geschwindigkeit oder so, mal einige Zeit, damit wir einfach so ein bisschen langsamer in die Zukunft kommen, sonst geht es immer zu schnell. Aber, jo, genau, dann machen wir hier im freien Modus 1,9 oder ja 1,10, wie ja, eine ausgelassen habe ohne Beschriftung. So. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Dragobaser. Tschüss.